Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch mal wieder recht herzlich hier auf meinem Desktop. Es ist mal wieder soweit. Wir haben uns gemeinsam durch einen weiteren Simulator durchgearbeitet und wie immer, nachdem wir da einmal durch sind, schauen wir natürlich auch gerne nochmal bei OpenCritic und Steam vorbei. Wie ist denn dieser Simulator bei der Community angekommen? Was sagen andere Spieler und Spielerinnen dazu? Und deswegen legen wir doch mal munter los. Wir starten wie immer erstmal in Steam. Gucken wir mal, wie lange wir gedattet hatten. Also ich habe ja jetzt nicht ganz durchgezogen. Man hätte natürlich jetzt noch den Wettbewerb am Ende mitnehmen können. Aber gut, da hätten wir wahrscheinlich dann gegen Dennis gekämpft und hätten den dann platt gemacht und dann wäre Story zu Ende gewesen. Also mit dem Wettbewerb geht auch die Geschichte zu Ende. Und gut, das können wir uns dann jetzt auch ausmalen. Ich hatte jetzt einfach nur keine Lust, noch weiter Burger und Pommes und so zu braten, weil es dann doch, ich sag mal, wie es ist, das macht zwar schon Spaß, aber nachdem du das dann einmal alles gesehen hast, wird es dann nicht wirklich spannender. Vor allen Dingen, wenn du deinen Truck quasi schon ausgemaxt hast, da war ja nicht mehr so viel zu machen. Also, naja. Gut, schauen wir mal. Also, ich war jetzt mit 11,1 Stunden auf dem Tarot. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Shop-Seite und gucken mal, wie das Game so generell angekommen ist. Also wir sehen, mixed, ausgeglichene Gesamtrezession von 484. Hätte ich jetzt gar nicht mal erwartet, muss ich sagen, wenn ich überlege, dass andere Dinge als positiv bewertet werden, die deutlich schlechter sind, ist das doch ein bisschen überraschend. Naja, ich werde ganz schnell mal selber was zusammenschreiben, denn ich muss gestehen, dieses Spiel ist eins dieser Dinger, wo ich gerade überlege, will ich das überhaupt selber bewerten, weil ich sag mal so, mich hat es jetzt persönlich nicht mega abgeholt, ich fand es jetzt aber auch nicht mega kacke. Ich würde es aber halt auch jetzt nicht empfehlen. Wenn mich einer fragen würde, würde ich nicht sagen, ja, musst du dir unbedingt holen. Ich würde es aber auch jetzt nicht jemandem nicht empfehlen, der solche Spiele gerne spielt, weil dafür war es dann doch wieder gut. Und das gibt's halt nicht. Es gibt halt immer nur die Auswahl, würden sie es empfehlen, würden sie es nicht empfehlen oder so. So ein Mixed, das fehlt mir einfach noch. So von wegen, ja, so ein Mittel. Das kannst du bei Steam nicht angeben. Ne? Und naja, ich schreibe mal was zusammen und am Ende werde ich dann in mich gehen und überlegen, was das für mich bedeutet. Ne? Also, ich habe diesmal nichts vorbereitet, aber da es nicht so viele Kommentare gibt, können wir das ruhig mal gemeinsam entwickeln, ne? Also, es ist mal wieder solch ein Morgen. Da wachst du auf und das Handy klingelt. Mutti ist dran. Und teilt dir ziemlich mitgenommen, dass dein alter Herr verstorben ist. Das Einzige, was er dir hinterlässt, ist sein alter Foodtruck. Wir tapsen in die Garage, wo Fadi seinen Truck zu parken pflegte und nehmen das alte Fotoalbum in die Pfoten, schwelgen in Erinnerungen, wie Fadi das Business am Laufen hielt. Um sein Andenken zu ehren, beschließen wir uns, in seine Fußstapfen zu treten und beginnen, den Food Truck wieder auf Vordermann zu bringen, der Was ist los mit mir? Okay, kennt er nicht. Schreibt man. Ja, da machen wir so. Vordermann zu bringen. Der durch die lange Standzeit einiges. Durch die Standzeit ein wenig mitgenommen ausschaut. Truckgestaltung. Wir dürfen unseren Truck anmalen. Das Inventar gestalten. Und auch einige Bauteile modifizieren. Im Laufe des Spiels können wir in der offenen Welt einiges an weiteren Items wie neue Räder, neue Farben, neue Rücklichter und so weiter freischalten, indem wir in der offenen Welt die Augen aufhalten. Das Upgraden des Trucks macht Spaß und motiviert zumindest so lange, bis wir alles auf Max gebracht haben. Nachdem der Truck wieder halbwegs fahrtüchtig ist,
kriegen wir einen Anruf von unserer alten Familienfreundin Lara rein. Sie bringt uns das 1x1 des Wareneinkaufs bei. Wir stellen eine Liste mit Zutaten zusammen für köstliche Burger und fahren zu ihr, um die Ware abzuholen. Lara nimmt uns ein wenig unter ihre Fittiche und bringt uns die Basics bei. Wir fahren somit stolz und ein wenig aufgeregt an den ersten Verkaufsplatz, den Park der Stadt, und versuchen uns mal am Burger Grill. Burger Grill. Keine Ahnung. Das Tutorial ist dabei sehr umfassend. Wir werden durch die Story ziemlich gut in sämtliche Handgriffe eingeführt. Zunächst lernen wir das Zubereiten von köstlichen Burgern. Danach wird der Truck um eine Fritteuse erweitert und wir bereiten Pommes zu über einen italienischen Kumpel. Erfahren wir, wie man Pizzen zusammenbaut, und zu guter Letzt lernen wir noch das Rollen und Zubereiten, das Zubereiten und Rollen von Sushi. Hierbei macht die Zubereitung der einzelnen Speisen je nach Vorliebe unterschiedlich viel Spaß. Vor allem das Sushi hat mich persönlich etwas genervt. Sehr viel Kleinkram, der geschnitten werden muss, und nervige Minispiele, die zeitlich absolviert werden müssen, um den maximalen Output an Rolls zu erhalten. Das kann schon mal frustrieren. Generell ist das Zubereiten bzw. das Schneiden von Zutaten so eine Sache. Eine willkürliche Sache. Mal bekommt man 5 Scheiben, mal nur 4, mal gar nur 2. Woran das genau liegt, mag ich bis heute nicht beurteilen. Ist wohl vorgesehen, dass man die Ware möglichst perfekt schneidet. Aber was ist perfekt und wie sieht das aus? Das wird leider nicht so wirklich vermittelt. Eine Story ist auch vorhanden. Diese passt zwar auf einen Bierdeckel, aber hey, es ist immerhin eine da. Kurz gesagt, erben wir den Truck von unserem Buddy, bringen das Ding wieder auf Vordermann. Hab ich das schon wieder? Ach, scheiße. Vordermann. Doch, dann kommt Dennis, unser Konkurrent, und fackelt uns die Bude samt Truck unterm flauschigen Po weg. Für uns heißt das wieder von neuem beginnen. Wir übernehmen den Job eines befreundeten Italieners, der uns mit einem Truck aushilft. Den bringen wir wieder ans Laufen und arbeiten uns langsam hoch. Auch an Dennis wird sich natürlich gerecht.
Und danach arbeiten wir uns durch die verschiedenen Verkaufsstellen bis das große Ziel des Food Truck Wettbewerbs zum Greifen nahe ist. Ich vermute, da werden wir uns Dennis im Kampf stellen. Doch soweit habe ich die Story selbst nicht gespielt. Das Game ist natürlich sehr, sehr repetitiv. Wir bauen Burger zusammen, frittieren Fritten, bereiten Pizza zu und, wenn wir Bock haben, uns ein wenig zu quälen, dann machen wir Sushi. Das war's dann auch so ziemlich. Wir upgraden nach und nach die Bestandteile unseres Trucks, bekommen einen besseren Grill, mehr Lagerraum in den Schränken und Gefriertruhen. Aber relativ zügig hat man alles gesehen. Und ist der Truck erst komplett abgegradet, fehlt auch ein wenig die Motivation. Mir persönlich wäre es auf Dauer etwas zu langweilig. Mir sind in meiner Spielzeit auch ein paar kleinere Bugs aufgefallen, die der Entwickler jedoch schon fleißig am Patchen ist. Hier muss man Props geben. Dennoch wird es den durchschnittlichen Spieler nicht länger als maximal 10 Stunden begeistern. Und da finde ich den aktuellen Preispunkt doch etwas happig. Meine Empfehlung so mittel zu empfehlen. Ich empfehle das jetzt mal, aber raus damit. Man könnte jetzt noch auf die Jobs eingehen, aber ich bin mal ehrlich, diese Jobs, ne? Also, da gibt es eigentlich nur einen, der in irgendeiner Form wirklich ein Job ist, und das ist diese Tankstelle dazu Hochdruckreinigern. Hätte man sich jetzt auch so ein bisschen sparen können. Aber naja, egal. Das ist aber meine Meinung dazu. Nächstes Mal schreibe ich wieder vor, aber da es halt nur so ganz wenig Bewertungen gibt, lohnt sich das nicht so wirklich, weil die können wir, glaube ich, wirklich hier in einer Hand abzählen. Ihr seht, das ist nicht viel. Also lass mal schauen, was die Spieler und Spielerinnen da so zu sagen haben. Ich habe diesmal auf Deutsch eingegrenzt. Ich glaube, das ist für euch alle angenehmer. Ich habe zwar kein Problem mit Englisch, ich lese das ja auch immer vor, aber ich glaube, da wir eh immer viel zu viele Rezensionen haben, mache ich mal auf unsere Muttersprache jetzt hier eingegrenzt und dann gucken wir mal. Sollte das nicht genug sein, können wir ja immer noch ausweichen. Also, was haben wir denn hier? Kann ich empfehlen, nach etwa 5 Stunden hat man alles durch, spart euch lieber das Geld. Ja, ist halt auch so, ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich möchte dem Entwickler halt keinen reindrücken, weil ganz ehrlich, so schlecht ist es jetzt nicht. Wenn man auf so Simulationsspiele spielt, steht, kann man das durchaus daddeln. So, Leute, die sowas gerne spielen, die sind ja auch, was diese Repetition angeht, deutlich unempfindlicher. Ne? Mir persönlich wäre es halt wirklich zu lame. Ich fand das zum Reinzocken cool. Ich hätte, glaube ich, nach dem Tutorial aufhören können. Nachdem ich alles einmal gesehen habe, wäre es okay gewesen. Ne? Aber ich will den jetzt keinen reindrücken, weil so schlecht ist es auch nicht. Ne? So, gucken wir mal weiter. Hier weiterlesen. Hatte mich riesig auf den Release gefreut. Meine Erwartungen waren im Stile von Gas Station Simulator wirklich frei seinen Aktivitäten gestalten. Herausforderungen, um seinen Truck zu verbessern. Bei Release ausgereiftes Game. Ja, das kennen wir ja nicht. Wurde leider bei all meinen Erwartungen enttäuscht. Man wird ständig geführt, was man als nächstes tun muss. Was anderes ist gar nicht möglich. Das ist nur am Anfang so. Du musst das endlose Tutorial, ihr habt es ja gemerkt, ich hatte ja irgendwann das Problem im Spiel, dass ich die Sachen nicht eingekauft habe in der Liste oben und deswegen es nicht weiterging, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass da noch eine Einkaufsliste war, weil ich dachte, das Tutorial wäre durch und ich kann endlich selber loslegen. Aber man muss sagen, das in Anführungszeichen Tutorial, das war halt richtig heftig lange und ja. Wenn man das dann durch hat, wirst du nicht mehr geführt, aber das ändert auch nicht so viel, ne? Upgrade oder verbessern ist eine Lachnummer, hast direkt alles. Das ist auch nicht so wirklich wahr, aber ich sag mal so, es geht sehr schnell, ne? Performance lässt zu wünschen übrig, hängt sehr häufig. Hatte ich nicht, aber ich hatte halt ein paar Bugs, ne? Ich spiel's gerne, aber bin trotzdem sehr enttäuscht. Was haben wir noch? Ja, muss ich zustimmen,
eins der großen Motivatoren ist halt natürlich, den Truck abzugraden. Und das, sind wir mal ehrlich, das hast du in ein paar Stunden hast das durch. Und dann ist das Ding fertig, ne? Much less stressy. Okay, das ist irgendwie doch Englisch. Warum auch immer. Top bisher. Hier sagt einer einfach nur top bisher. Gucken wir mal hier. Macht einfach keinen Spaß und auf Dauer und ist verbuggt. Man kann von allen Sachen immer nur eine aufheben. Wenn man als fünf Scheiben geschnitten hat, muss man fünf Teile einzeln bewegen, statt sie einfach auf das Blech so mit Klick zu legen. Wenn man das Blech in der Hand hat, die Ausstattung ist viel zu günstig, wodurch man nach kurzer Zeit alles erreicht hat. Die Stimme von Clara ist an einigen Stellen viel zu laut. Ist mir auch aufgefallen. Man merkt halt so, das sind keine super professionellen Sprecher. Die haben die sich irgendwo eingekauft. Das sind auch die vom Gas Station Simulator. Wahrscheinlich nehmen die das zu Hause auf. Der eine, der hat ein richtig gutes Mikrofon, aber Clara, bei Clara klang das so ein bisschen, als hätte sie es mit einem Headset aufgenommen. Das war teilweise auch sehr kratzig, ne? Hab die Stimmen runtergeregelt, aber Clara schreit mir trotzdem ins Ohr. Ich habe ein neues Schneidebrett bekommen, habe den Spielstand nicht in der Garage gespeichert. Dafür war das Brett dann wieder weg. Aber der Missionsfortschritt war so weit, dass die Aufgabe mit dem Brett schon durch war und ich deshalb das Brett nicht nochmal bekommen konnte. Die Packung, mit der man Reis in den Reiskocher getan hat, kann man einfach wieder in den Schrank legen und die Packung ist wieder voll. Das ist mir auch aufgefallen. Ist euch das auch aufgefallen? Ich habe mich immer gefragt, wie läuft denn das hier mit dem Reis? Ich war so verwirrt. Aber tatsächlich kannst du diese Reispackung, du brauchst im Grunde nur eine Reispackung und die kannst du so lange benutzen, unendlich lange, bis sie nicht mehr haltbar ist, weil die nicht runtergezählt wird. Ich kann noch lange weiter Sachen aufzählen, aber ich frage mich, wie man nach einer Demo, die man vorher veröffentlicht hat, es trotzdem so sehr verkacken kann. Zum aktuellen Stand würde ich dringend vom Kauf abraten. Kann sich ja aber natürlich ändern. Aber da es zum Teil große Unterschiede auch an den Spielmechaniken sind, wird es alles voraussichtlich nach nichts geändert. Schade, dass man sowas dann in den Sand setzt. Weiter geht's. Das Spiel hat Probleme an allen Ecken und Enden. Angefangen mit der Performance, die inzwischen nach dem ersten Hotfix bisschen besser ist, aber trotzdem noch nicht optimal. Dann fehlt es an vielen Komfortfunktionen. Man muss Produkte bestellen, sieht aber dabei nicht, wie viele man davon noch an Lager hat. Das ist mir auch schon aufgefallen, man kann es nicht sehen. Man kann sich nicht auf die Kunden vorbereiten, Zutaten schneiden etc. Dadurch ist man immer unter Zeitdruck. Das stimmt nicht so ganz, haben wir ja gelernt. Man kann natürlich im Saubermachen, kannst du Sachen zubereiten und vorbereiten. Aber so viel bringt das auch nicht. Vor allen Dingen, weil du nie so genau weißt, wo du als nächstes hinfährst. Ne? Dadurch ist man immer unter Zeitdruck. Man kann die Behälter, Kühlschrank, Regale etc. nicht sortieren oder die Produkte darin bewegen. Man kann die verdorbenen Produkte nicht entfernen, außer man bestellt etwas im Shop. Dann bekommt man den Screen, um Produkte zu entfernen. Nur einige Beispiele, die ziemlich frustrierend sind beim Spielen. Auch wenn die Idee des Spiels durchaus gut ist für diejenigen, die auf sowas stehen, so kann ich das Spiel in dem Zustand nicht empfehlen. Ja, ich finde auch, es gibt vor allem, was die Bedienung angeht, an einigen Ecken echt Probleme. Und es ist halt auch noch nicht komplett auf Deutsch übersetzt, dann hast du da wieder einen englischen Begriff, da wieder einen englischen Begriff. Macht den meisten nichts aus, aber wir müssen immer daran denken, es gibt auch Leute, die gar kein Englisch können. Für die ist das dann durchaus ein Problem, ne? So, auf jeden Fall zu empfehlen, einfach geile Story. Geile Story. Also ich fand's auch süß, bei mir in den Kommentaren hat auch jemand gesagt, geile Story. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Leute, es ist halt eine Story, die da ist. Das finde ich schon mal schön, genauso wie beim Gas Station Simulator. Die haben halt, die überlegen sich wenigstens ein kleines Setup für den Simulator. Aber geile Story. Leute, man übernimmt, Daddy stirbt, ihr guckt euch das Fotobuch an, ihr übernimmt den Truck von denen, dann gibt's da Dennis, der zündet das Ding an, dann habt ihr so eine Rachegeschichte und am Ende werdet ihr den wahrscheinlich im Wettbewerb vernichten. Also, das ist halt so ein Abziehbild von einer Story, die auf den Bierdeckel passt. Ich find's schön, dass sie da ist, versteht mich nicht falsch, aber geile Story. Da sind die Maßstäbe an so Storytelling dann doch schon sehr gering, wenn man das als geile Story bezeichnet. Muss ich halt einfach sagen, wenn wir da draußen so Eposse haben wie Mass Effect und so ein Scheiß, ne? Wenn es dann hier halt schon reicht, ja, geile Story, richtig geil, Alter. So die klassische Abziehbildchen-Rache-Story, weißt du so? Das, also wirklich, das ist ja übelstes Klischee, das Ding, aber geile Story. Ja, muss ich einfach nur mal loswerden. Lustiges, aber interessantes Game. Okay. Ist ein cooles Spiel, macht einfach Spaß, bisher ziemlich gut, sogar sehr abwechslungsreich, wie zum Beispiel die Tankstelle, die man säubern muss. Und vieles mehr. Naja, ich weiß nicht, ich finde es von den Produkten her ganz abwechslungsreich. Du hast Burger, du hast Pommes, du hast Sushi und du hast Pizza. Aber ja, das sind jetzt halt auch vier Dinger, weißt du so. Und danach machst du nur noch das. Das hast du in 2 Stunden Tutorial, hast das durch, hast das alles gesehen.
Und danach machst du nur noch das. Also super abwechslungsreich. Das Spiel an sich macht Spaß, aber es wird in den Minigames zum stressig. Das Schneiden der Zutaten ist willkürlich. Mal bekommt man eine Scheibe und dann mal vier Scheiben. Die Missionen sind alle geleitet. Das Einkaufen der Zutaten ist kompliziert. Man kann seine Regale nicht sortieren. Warum gibt es keinen Multiplayer? Einer macht Burger, der andere Reis etc. Ein Multiplayer wäre noch eine witzige Sache gewesen, ne? So, okay. Es ist eigentlich vorbei, die Folge, aber ich würde sagen, wir gucken wenigstens mal kurz bei Open Critic rein. Ich habe das nämlich schon mal vorbereitet. Lass uns da nochmal schauen. So, was sagen die denn? Ja gut, war klar. Weak, Top Critic Average sind so 50% zusammengefasst und nur 17 würden es weiterempfehlen. Was haben wir denn da so? Destructoid, 3 von 10. Went wrong somewhere along the line. The Guardian macht auch 2 von 5. PC Invasion 4 von 10. There are some good ideas in play here, but Food Truck Simulator gets many of its basic elements wrong. The point where the game becomes a repetitive pain to play. Es ist halt auch primär auch die Steuerung, die nicht so toll ist, ne? Impulse Gamer sagt 3,6 von 5 overall. It's like many simulator games in that if you get into it. You can find yourself somewhat zoning out to it and it can be a lot of fun. But it can also cause a lot of stress if you just can't find your rhythm. Rectify Gaming 5 von 10. Food Truck Simulator shows potential, but there is still... This is work still needed to be done here. Das kann man auch sagen. Also ich glaube, das Ding ist nicht komplett hoffnungslos verloren, ne? Man kann die GUI noch ein bisschen anpassen und die entsprechenden Features erweitern, dass das ein bisschen besser steuerbar wird. Und dann könnte das noch schon noch eine ganz angenehme Sache werden. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen das Sortiment ergänzen, um vielleicht noch eine weitere Zutat, dass man noch was machen kann. Apps oder so ein Kram, weißt du, irgendwas Süßes vielleicht noch. Eine Nachtischspeise oder eine Eismaschine oder sowas, ne? Es wäre halt auch da noch so viel mehr drin gewesen, ne? Aber naja. Insgesamt, also mein Fazit ist halt tatsächlich, wenn ihr Bock auf sowas habt und euch mit der Repetitivität dieses Gameplays abfinden könnt und ein paar Bugs verzeihen könnt, ihr habt ja gesehen bei mir, wenn euch das zusagt, dann könnt ihr es euch durchaus holen. Ich finde den Preis ein bisschen happig für halt, ich würde mal sagen, 10 Stunden, die du richtig viel Spaß damit hast. Ansonsten, wer mit repetitiven Simulatoren nichts anfangen kann, der wird damit auch nicht glücklich. Da hilft auch die geniale Story nicht weiter, ne? Naja, guti. Leute, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid schon ganz vorfreudig und gespannt, was als nächstes kommt. Keine Sorge, ihr müsst nicht links in meiner Steam-Liste gucken. Da ist zwar schon ein weiterer Simulator installiert, aber ich kann euch versprechen, der wird's nicht. Da kommt was anderes auf euch zu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Und wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Wir sehen uns dann gerne im nächsten Job. Mal sehen, wo mich die Zeitarbeit als nächstes hintreibt. Und bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.